So, Servus Leute, einen schönen Abend euch. Nochmal hier zum Thema CNC Shield Version 3. Das Ganze hatte ich ja letztes Mal hochgeladen, ein Video, einfach ein ganz einfaches Testvideo war das. Und ich hatte einige Videos gesehen auf YouTube, die aber sehr schlecht erklären, wie man denn diese benötigte Motorenspannung für diese Schrittmotoren hier einstellt. Ich möchte euch zeigen, wie ihr die benötigte Spannung für diese Motoren euch oder wie ihr die herausfinden könnt aufgrund eines Multimeters. Dafür braucht ihr so zwei Spitzen, einmal eine ganz normale Spitze und einmal so eine Krokodilklammer mit einem ganz, ganz kleinen Schraubendreher dran. Kreuz oder Schlitz ist eigentlich egal. Ich bevorzuge hier in dem Fall Schlitz. Und ich hoffe, die Kamera zoomt auch richtig. Auf jeden Fall, ihr müsst jetzt hier vorne, ganz da vorne ist so ein winziger kleiner Punkt. Und zwar hier. Ich hoffe, ihr könnt ihn auch sehen. Genau dieser Drehpunkt ist ein Potentiometer. Und damit könnt ihr die Referenzspannung einstellen. Ihr solltet natürlich euren Multimeter auf Spannung einstellen, ist natürlich klar. Den Motor am besten schon mal dran schalten. Das Ganze könnt ihr über Jabil oder mit dem Universal Code Sender natürlich schon mal aktivieren. An den Strom muss auf jeden Fall angeschlossen sein. Das ist auf jeden Fall klar. Genau. Ansonsten braucht ihr eigentlich keine weiteren Voraussetzungen. Also wir brauchen erstmal einen Pluspol. Und der Pluspol ist sozusagen der Potentiometer. Das heißt, wir gehen hier mit dem Schraubendreher schön auf den Potentiometer. Und ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen, weil ich hier das Ganze, das ist mein Handy, mit dem ich hier aufnehme. Und ich habe das jetzt hier festgeklemmt. Also ihr müsst mal auf die Zahl hier beim Multimeter achten und mit dem schwarzen Teil hier gehe ich auf die Masse. Und viele haben gesagt, ihr müsst hier auf die RAMs irgendwie drauf gehen, bla bla bla. Nein, der USB-Anschluss ist eure Masse. Das heißt, ganz einfache Sache, ganz einfach an den USB-Anschluss drauf tippen, hier vorne dran. Ich denke, das könnt ihr wohl ganz gut sehen. Und dann dürftet ihr eigentlich auch schon die VRF-Spannung sehen. Und die wäre bei mir ein bisschen zu hoch. Ihr solltet hier ungefähr 0,6 rausbekommen. Bei diesem hier, bei den, ich glaube, das sind diese Art Megateile. Die dürfen maximal nur 0,6, weil das Ganze dann, glaube ich, 1 Volt bringt. 1 Ampere. Und 2 Ampere sollten die ganz nicht haben, denn dann überhitzen sie und dann gehen sie euch kaputt. Das heißt, am besten 0,6 einstellen. Ihr könnt das Ganze mit einem Dreh am Schraubendreher runterstellen. Hier auf der rechten, hoppala, auf der rechten Seite. Und bitte verrutscht nicht, denn irgendwie hatte ich schon gelesen, dass da böse Schäden entstehen können. So, also. Wir stellen das Ganze auf 600 ungefähr und es dürfte ungefähr reichen. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Also so stellt ihr dann die VRF-Spannung ein und könnt diese auch kontrollieren. Das ganze Voltcraft-Multimeter gab es für 25 Euro im Konrad. Also da könnt ihr euch dann ruhig dran bedienen. Also viel Spaß, einen schönen Abend euch noch und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dann, haut rein Leute, ciao, ciao.